Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Es wäre doch schön, wenn wir mit unserem Frequenzgenerator, der vielleicht bei 40 MHz, 50, 80 oder im besten Fall sogar bei 120 MHz Bandbreite aufweist, wenn wir diese Bandbreite mit einfachen Mitteln, sprich mit einem HINA-Gadget für $10, verdoppeln könnten. Ich habe hier ein kleines Gadget aus China hier. Das ist ein passiver Frequenzverdoppler. Und ich werde Ihnen mal zeigen, was dieser Frequenzverdoppler leistet. Die Ausgangslage, Frequenzgenerator eingestellt im Moment auf 50 MHz und auf 2 Volt RMS. Und wir wollen nun sehen, was auf dem Spektrumanalyzer so als Resultat herauskommt. Ich werde die Frequenz variieren und ich werde auch die Amplitude variieren, sodass man ein bisschen sehen kann, bei welchem Eingangssignal dieser passive Frequenzverdoppler funktioniert und was für Frequenzen da herauskommen. Okay, hier sieht man auf dem Spektrumanalyzer und sehen hier die verschiedenen Marker, die eigentlich kontinuierlich dann abgedatet werden. Die Sweep Time sehen Sie hier, ist 7,5 Sekunden und das Zentrumfrequenz ist 250 MHz. Somit sehen wir dann auch alle Oberwellen. Die Eingangsfrequenz unverändert 50 MHz, die verdoppelte Frequenz 100 MHz. Hier sieht man das sehr schön. Eingangssignal ist 1 Volt pp, also das ist ideal. 50 und dann die verdoppelte Frequenz, ja, 5 dB, 4 nicht mal, ja. Also eigentlich ganz, ganz knapp an der Möglichkeit, die Frequenz zu verdoppeln. Nicht sehr viele Oberwellen dadurch, weil das Eingangssignal nicht sehr stark ist, aber man sieht jetzt schon, also 1 Volt pp dürfte die untere Grenze sein. Ich gehe jetzt mal hoch auf 3 Volt pp. Dann sieht es dann schon ein bisschen besser aus. Genau. Jetzt sehen wir wieder die Grundfrequenz, 50 MHz, minus 31 und die verdoppelte Frequenz. Ja, jetzt sind wir erst so minus 27 oder 28, die verdoppelte Frequenz minus 4. Jetzt haben wir also schon rund 23 dB Abstand. Jetzt wird es doch einigermaßen erträglich. Also es braucht doch für diesen passiven Verdoppler ein relativ starkes Eingangssignal, sonst funktioniert da nichts. Also jetzt 3 Volt pp ist okay, dann haben wir genügend Abstand. Ich gehe jetzt noch ein bisschen höher, ich mache mal 5 Volt pp, mal schauen, was passiert. Ich nehme an, die Oberwellen werden dann zunehmen, das ist der Fall hier. Also je stärker das Eingangssignal ist, je mehr Oberwellen produzieren wir. Eingangssignal hier 50, immer noch minus 26, die Verdopplung 2. Also wir sind nahe an der 30 dB Marke. Das ist klar, aber die Oberwellen nehmen zu, das ist klar. Jetzt gehen wir noch ein bisschen höher, gehen mal auf diese, ja, sagen wir mal 10 Volt. 10 Volt pp, dann wiederum die Grundfrequenz, wir mal schauen, braucht da diese 7,5 Sekunden, um das Ganze abzudaten. Das dürfte jetzt der Fall sein, richtig. Also Eingangsfrequenz wiederum 26 dB, verdoppelte Frequenz 7, also hier haben wir jetzt die 30 dB Marke überschritten. Aber auch mit wir kaufen diesen Abstand der Verdopplung auch mit enorm viel Oberwellen. Das dürfte dann am Oszilloskop nicht sehr schön aussehen. Okay, jetzt gehen wir zurück wieder auf 5 Volt. Das ist so ungefähr vernünftig, 5 Volt. So wird übrigens auch dieser auch spezifiziert. Also 5 Volt ist okay. 5 Volt ist so der Mittelwert. Nochmal, minus 26 und ja, 2, die Verdoppelung 2, 28, 29, knapp 30 dB Abstand bei 5 Volt. Jetzt ändern wir die Frequenz. Ich gehe mal zurück auf zum Beispiel 10 MHz. Habe ich jetzt gemacht. Dann sieht man auch schön die Oberwellen, wie die da generiert werden. 10 MHz Eingangssignal, das haben wir hier, minus 15, die Verdopplung wäre 20.
knapp 2. Wir haben also noch Abstand von 17, 18 dB. Auch nicht mehr sehr viel, aber akzeptabel. Jetzt gehen wir höher. Machen wir das umgekehrt. Ich gehe jetzt mal auf 80 MHz. Und mal schauen, was hier passiert. 80 MHz sind eingestellt. Richtig. 80 MHz. Eingangsfrequenz 80 MHz. Minus 35. 36 dB. Verdopplung plus 1,7. Hier haben wir jetzt einen schönen Abstand. Also 38 dB. Das ist extrem gut. Also der Verdoppler funktioniert bei höheren Frequenzen wesentlich besser. Ich gehe jetzt noch auf 100 MHz, dann sehen wir das noch einmal, 100 MHz, Eingangssignal hier, minus 31 und die Verdoppelung 1,6, also deutlich über 30 dB. Das ist dann sehr, sehr gut. Und dann das Maximum der Gefühle meines Frequenzgenerators ist 120 MHz, Entschuldigung. Und jetzt schauen, was hier passiert. Genau, Eingang minus 28, Verdopplung 1, also hier wieder knapp 30 dB. Hier scheint doch die Differenz zwischen dem verdoppelten Signal und dem Eingangssignal ein bisschen wieder abzunehmen. Aber ganz ordentlich. Und das ist doch ganz praktisch, wenn man einen Frequenzzähler hat mit zwei Ausgängen, der eine Einfachfrequenz und der andere Ausgang zum Beispiel doppelte Frequenz, dann kann man doch schon einiges machen mit sehr, sehr wenig Geld. Also das Ding kostet $10 inklusive Porto. Fast unglaublich, was da für dieses Geld geboten wird. Was klar ist, wenn man sehr starke Eingangssignale diesem Verdoppler zuführt, gibt es enorm Oberwellen und die sehen dann auf einem Oszilloskop nicht sehr schön aus. Das werden wir auch noch rasch anschauen. Okay. Wir schauen uns dieses Ausgangssignal des Verdopplers ein bisschen auf dem Oszilloskop an. Sieht gar nicht schlecht aus. Ich habe hier 70 MHz Eingang eingestellt und 5 Volt pp. 5 Volt pp und das gibt doch ziemlich schön diese Verdopplung, die man hier ablesen kann. 140 MHz. Ich werde das noch ein bisschen ändern, jetzt zum Beispiel auf 40 MHz. Dass ich dann doch 80 erhalten sollte in etwa. Das funktioniert auch. Man sieht, hier hat man eine Störung auf dem Signal. Man kann das vielleicht hier sehen noch. Jawohl, genau, es gibt eine doppelte Linie. Also hier ist ein Störsignal ersichtlich, aber nicht weiter extrem störend. Auch die Sinuskurve ist leicht verzerrt, sie ist nicht mehr sehr schön symmetrisch, sondern ein bisschen asymmetrisch. Ich gehe jetzt noch wieder auf 100 MHz Eingangssignal und schauen mal, ob wir das auch noch hinkriegen. 100 MHz sollte dann 200 MHz sein, auch das ist doch recht ordentlich. Also man kann doch sagen, dass dieser passive Frequenzverdoppler recht ordentlich arbeitet, nicht bei kleinen Eingangssignalen. Es braucht also ab 3 Volt bis etwa 5 Volt funktioniert die Verdopplung recht gut, ohne dass die Oberwellen dann störend werden. Unter 3 Volt funktioniert es schlecht, es gibt dann keine Verdopplung. Und ab 10 Volt sind dann die Oberwellen doch extrem. Also ich werde das mal noch machen. Jetzt gehe ich noch auf 120 MHz. Genau. Und schauen, ob da auch die Verdopplung noch funktioniert in etwa. Genau, das geht ganz gut. Das ist doch gar nicht so schlecht. Genau. Funktioniert recht gut. Jetzt machen wir Folgendes. Ich gehe wieder zurück vielleicht auf 50 MHz, damit man das doch ein bisschen besser sieht und erhöhe die Spannung, die Eingangsspannung auf 10 Volt. 10 Volt pp. Und jetzt sieht man doch Verzerrungen, ziemlich starke Verzerrungen. Mal anschauen. Ja, genau. Jetzt sieht man doch, dass das Signal nicht mehr sehr schön ist. Man kann auch die Frequenz irgendwie nicht mehr genau so ablesen. Das stimmt schon noch irgendwie, aber
das Signal wird doch ein bisschen verzerrt jetzt. Nicht extrem, aber doch ein bisschen noch größer anschauen. Das Signal wird verzerrt. Aber doch für $10 bekommt man ein ganz passables Teil, mit dem man die Frequenz sehr, sehr einfach und kostengünstig verdoppeln kann. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.